Guten Tag, ich begrüße heute im Interview in Schweden meinen Kollegen Henning Rosenbusch, der Journalist ist und Schwedenfachmann und auch dort lebt. Guten Tag. Hallo Boris, freut mich sehr. Freut mich sehr. Ja, wenn man sich Deutschland ansieht, dann wurde hier sehr lange immer in den Medien der Eindruck erzeugt, in Schweden sei das alles schiefgegangen mit dieser liberalen Corona-Politik, die sich ja kolossal unterscheidet von der Deutschen. Inzwischen hört man gar nichts mehr von Schweden. Wie ist denn die Lage in Schweden? Haben Sie die Katastrophe aufgrund der sehr liberalen, teilweise fehlenden Corona-Maßnahmen? Ja, man sollte da unterscheiden. Es ist am Anfang einiges schiefgelaufen. Es hatte auch mit schwierigen Voraussetzungen in Schweden zu tun. Also gerade in der ersten Welle hat man wirklich gesehen, da gab es hier viele Tote. Viele auch in den Pflegeheimen, könnte ich auch noch kurz drauf kommen, womit das vor allem zu tun hatte. Zum einen war Schweden oder vor allem Stockholm-Län hatte in der Ischgl-Woche Ferien und da unterscheidet sich Schweden sehr von den anderen skandinavischen Ländern. Zumindest in der Ostseite Schwedens, also gerade Stockholm, die fliegen ganz gern mal in die Alpen runter. Und die hatten Ferien, Schulferien und da kam dann etliches zurück aus dieser Woche. Damals hat Tegnell auch nur die Leute aus Italien speziell getestet. Und das war ein großer, ja, das hatte großen Impact. Dann ist es so, dass in Stockholm, wo es die größten Probleme gab während der ersten Welle oder bis heute auch am meisten Menschen mit oder an Corona gestorben sind, dass dort die Pflege schon größtenteils privatisiert ist. Und da gibt es eben so eine Art Wanderarbeiter. Das heißt, die Leute sind nicht fest angestellt irgendwo, sondern die arbeiten heute in dem Heim, morgen in dem Heim. Und die haben teilweise auch keine Lohnfortzahlung. Das heißt, die bekommen nur Geld, wenn sie arbeiten. Und die haben sich dann entsprechend krank auf die Arbeit geschleppt. Und da gab es Auflagen dann schon zu dem Zeitpunkt von Tegnell. Die wurden dann auch nicht umgesetzt in den Heimen. Und da gab es dann auch nochmal große Probleme. Und was man vielleicht noch zur ersten Welle anführen muss, es gibt in der Epidemiologie einen sogenannten Dry-Tinder-Effekt und Schweden hatte 2019 ein absolutes Rekordjahr, was Untersterblichkeit angeht. Und wie das halt so ist, wenn vulnerable Gruppen mal in einem Jahr nicht sterben, dann leben die ein Stück länger, aber dann ist es halt so, dass die oft in den Folgejahren oft dran sind, wenn es dann mal eine schwere wie Grippewelle gibt oder Hitzewellen. Das sieht man ja oft die Ausschläge in der Gesamtsterblichkeit. Und ja, das waren drei Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass Schweden in der ersten Welle wirklich hart getroffen wurde und da wirklich auch an der Spitze Europas stand, teilweise zumindest unter den ersten dreien, was die Corona-Todesfälle betrifft. Aber seitdem hat sich das eben relativiert. Zumindest die Bild-Zeitung und die Welt haben das ja auch mittlerweile auch festgestellt. Das ist schon jetzt ein paar Wochen und Monate her, dass die mal ein bisschen differenziertere Artikel über Schweden gebracht haben. Und da eben vor allem auch was ganz Wichtiges aus meiner Sicht eben beleuchtet haben, die Gesamtsterblichkeit in Schweden und die Corona-Toten jetzt mal zweite, dritte Welle über die deutsche Kurve gelegt haben und man eben gesehen hat, ja, jetzt trotz fehlenden Lockdowns, trotz keinen Schulschließungen, sterben momentan weniger, also in der zweiten und dritten Welle sind weniger Menschen, ein bisschen weniger Menschen in Schweden an und mit Corona verstorben als in Deutschland. Und verhältnismäßig immer umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, ja, wir reden also nicht von absoluten Zahlen. Von absoluten Zahlen wäre, ja, nee, immer pro Million, alles was ich erzähle, ist immer pro Million Einwohner. Genau, gut, dass wir das noch festgestellt haben. Ja, und ganz besonders interessant ist jetzt seit Anfang 2021 ist Schweden stark in Untersterblichkeit. Die sind unter dem Niveau von 2019, also wenn man die Kalenderwochen bis jetzt, bis zur 33. Kalenderwoche hernimmt und da mal die Todeszahlen vergleicht mit den Vorjahren, dann ist Schweden ungefähr bei 5,8% Untersterblichkeit. Jetzt sind aber trotzdem seit 1.1.
zweite, dritte Welle ist ja dann noch inbegriffen. Teilweise die zweite Welle, für die ganze dritte Welle sollen ja 5.000 Menschen oder über 5.000 in Schweden noch mit und an Corona verstorben sein. Und die sind nicht nur nicht abgebildet in dieser Gesamtsterblichkeit, sondern wenn die jetzt noch nicht gestorben wären, sagen wir mal, ja, wenn diese 5.000, wenn du jetzt die noch abziehst, wenn die jetzt nicht da gewesen wären, dann hätte Schweden um die 11% Untersterblichkeit jetzt im September für das Jahr 2021. Und das wäre ja also kaum erklärbar, wie sowas gehen könnte. Also wirklich gut ist im Moment die Sterblichkeit 2021, die Gesamtsterblichkeit. Man findet diese 5.000 Corona-Toten überhaupt nicht in der schwedischen Statistik. Herr Rosenbusch, wie ist denn im Moment die Situation mit Corona-Maßnahmen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht es aus mit Masken, mit Einschränkungen, mit Schulen, mit Restaurants, mit 3G? Schweden hat sehr früh im Jahr, also es dürfte im Frühling gewesen sein, einen Stufenplan veröffentlicht, wie sie denn öffnen wollen in den kommenden Monaten. Und an den hat man sich bisher mehr oder weniger gehalten. Hat ja so Sachen wie diese, also Maskenpflicht gab es überhaupt nie in Schweden. Es gab nur eine Maskenempfehlung, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Das heißt, es war vorher so, dass man abhängig auch nach Län, nach Bundesland in Schweden, gab es Empfehlungen teilweise sogar für zum Einkaufen, vor allem aber in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man dort die Maske empfohlen hat. Aber nachdem man den Schweden wirklich ein Jahr lang erzählt hatte, dass diese Maske nichts bringt, haben sich da am Ende, also ich habe Bilder gesehen und es gibt ja auch Statistiken drüber, vielleicht 20 bis 30% der Menschen an diese Maskenempfehlung gehalten. Und es gab ja auch Fotos von, nachdem diese Maskenempfehlung ausgesprochen wurde, hat man sowohl den Chef der Gesundheitsbehörden Karlsson als auch den Anders Tegnell, den Staatsepidemiologen, ohne Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln fotografiert und erwischt. Gab hier auch entsprechend Schlagzeilen. Also das mit den Masken, hier gibt es noch selten, es wird immer seltener, dass man noch jemanden mit Maske sieht, und viele sagen, wenn, dann sind es deutsche Touristen. Wie ist es mit Restaurants zum Beispiel, mit Sportclubs, Schwimmbädern? Also es gab Schließungen vor allem von staatlichen Einrichtungen, wie Schwimmbäder, Bibliotheken, Museen etc. Da gab es Schließungen. Private Einrichtungen wurden überhaupt nicht geschlossen. Jetzt am 29. September, das ist sozusagen der letzte Schritt vor der vollständigen Öffnung, da ist jetzt eben angekündigt, dass die letzten Beschränkungen für Restaurants, da war beschränkt Ausschank von Alkohol, die Sitzmöglichkeiten teilweise beschränkt, das wird jetzt zum 29. fallen. Also ab 29. September gibt es in Schweden wirklich nichts mehr Großartiges, was noch eingeschränkt ist. Aber auch die bisherigen Einschränkungen sind, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht vergleichbar mit Deutschland. Also private Einrichtungen, Sie sagten, da gab es gewisse Einschränkungen, Abstand und dergleichen, aber es ist nie generell etwas geschlossen worden im privaten Bereich, dass man jetzt Restaurants geschlossen hätte oder dergleichen. Also man muss hier sehen, die lokalen Gesundheitsbehörden haben hier auch eine große Macht. Und wenn die einen Lockdown gewollt hätten, hätten die den die ganze Zeit auch durchziehen können, lokal entschieden. Ja? Also wenn die jetzt sagen, wir haben jetzt einen großen Ausbruch in einem Stadtteil von Stockholm oder Malmö, und hätten die durchaus sagen können, wir machen da jetzt dicht. Also diese Macht haben die lokalen Gesundheitsbehörden. Ist aber nie geschehen. Es gab natürlich Auflagen für Restaurants oder für Einkaufszentren, die sind dann auch wirklich individuell dorthin gegangen, haben sich das angeschaut, werden unsere Auflagen umgesetzt, und da wurden mit Sicherheit auch mal Strafen angedroht, wenn das eben nicht stattgefunden hat. Aber so im Großen und Ganzen Lockdown wie in Deutschland hat es nicht gegeben. Und also wie gesagt, wenn, dann wirklich nur beschränkt auf einzelne Sachen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, oder dass jetzt irgendwie mal ein Restaurant sich so sehr da irgendwie so sehr gegen die Auflagen verstoßen hätte, dass es am Ende wirklich geschlossen worden wäre. Das ist dann tatsächlich so, dass man in Schweden mit einem Bruchteil der Corona-Maßnahmen, die wir in Deutschland haben, mit einem nicht vergleichbaren Herangehen
im Endeffekt jetzt Zahlen hat, aktuell die unter den deutschen Zahlen sind. Ja, das ist ja immenser politischer Sprengstoff. Ja, also zumindest die Gesamtsterblichkeit ist weit unter der Deutschlands. Kann man sich auch, weil aber auf Our World in Data gibt es da einen Vergleich, da kann sich das jeder mal so rauspulen und vergleichen. Die Gesamtsterblichkeit ist auf jeden Fall unter Deutschland und Corona-Fälle, die waren natürlich auch in der zweiten und dritten Welle sehr viel höher in Schweden als in Deutschland. Ich sage natürlich, weil es wurde hier auch sehr viel mehr getestet als in Deutschland. Während der zweiten Welle bis zwei bis dreimal so viel getestet wie in Deutschland und da kommen natürlich entsprechend mehr Fälle auch bei raus. Und jetzt ist es auch schon wieder so, momentan werden die Tests sehr nach oben geschraubt, aber gleichzeitig fällt die Positivquote der Tests. Also die ist gefallen, die war teilweise wieder mal auf 8%, oben ist jetzt wieder unten auf 4,6%. Und auch jetzt die Fallzahlen haben sich, also es gab einen Anstieg parallel mit Deutschland jetzt in den letzten Wochen, aber die haben sich mittlerweile, genau wie in Deutschland auch, mittlerweile stabilisieren die sich. Und ja, besonders auffällig sind die Corona-Toten auch in den letzten Wochen. Seit Juni stirbt da pro Tag ungefähr noch ein Schwede, könnte man sagen, oder teilweise auch null, ja, sind ja auch teilweise auf null dieser 7-Tage-Mittelwert gefallen. Und da ist Schweden schon eigentlich seit Beginn der zweiten Welle leicht unterhalb Deutschlands und Deutschland holt da immer mehr auf. Wenn man jetzt zum Beispiel Schweden mal als Bundesland im hohen Norden sehen würde, ja, dann würde sich das hinter Ländern wie Sachsen, Thüringen und etlichen Ländern im Osten Deutschlands, die eher die vergleichsweise hohen Corona-Toten hatten, in Deutschland auf dem fünften Platz einreihen in der deutschen Statistik. Mit Tendenz sinkend. Mit Tendenz weiterhin sinken, mit Tendenz, dass weiterhin andere Länder aufholen und Schweden ist auch jetzt im EU-Durchschnitt weit unter EU-Durchschnitt gefallen. Immer mehr Länder kommen da, was die Corona-Toten angeht, kommen über Schweden. Woran kann das liegen? Kann das sowas wie Herdenimmunität sein? Also, dass man am Anfang sozusagen mehr Erkrankungen hatte und jetzt besser immun ist? Was, wie erklären die Schweden selber diesen Unterschied? Also wenn Sie jetzt den Anders Tegnell fragen, dann würde der das wohl so begründen, auch wenn das ein heißes Thema ist, heißes Eisen, weil das heißt ja wieder, da wurde mehr durchseucht, ja. Aber es ist natürlich so und mit den offenen Schulen hat sich das auch mit Sicherheit mehr verbreitet unter Jugendlichen, unter Kindern. Auch sieht man ja auch jetzt wieder, dass da die höheren Infektionszahlen sind, wenn man da vergleicht. Und natürlich gibt es hier, kann man davon ausgehen, eine größere Verbreitung und eine breitere Immunität gegen das Virus. Aber leider gibt es keine Zahlen mehr. Die schwedischen Gesundheitsbehörden hatten bis Januar meines Wissens die Antigentests erfasst, also Antikörpertests, Entschuldigung, nicht Antigentests, Antikörpertests erfasst und zumindest die, die gemacht worden sind. Also es war jetzt keine Studie mit einer Kontrollgruppe und so weiter, sondern die haben einfach erfasst, jeder Mensch, der irgendwie mal einen Antikörpertest gemacht hat, freiwillig jetzt, weil er vielleicht auch geglaubt hat, ich hatte es, ja, die wurden erfasst und man kann da jetzt nicht, wie bei einer Studie mit einer Double-Blind-Kontrollgruppe, da irgendwie Aussagen treffen. Aber man sieht trotzdem, dass die Anzahl derer, die diese Tests gemacht haben und wo die am Ende positiv waren, dass die bis Januar immer gewachsen ist und bis auf über 40% im Januar. Und fragen Sie mich jetzt aber bitte nicht, warum Sie damit aufgehört haben, das zu erfassen. Es ist leider wie in Deutschland und in vielen anderen Ländern so, dass es keine Kohortenstudien gibt, was Antikörper betrifft, eben dass man ja auch mal sieht, wie viel Grundimmunität schon in der Bevölkerung ist. Ja, siehe Deutschland oder andere Länder, leider Schweden, die da eigentlich einen guten Leumund haben, was ihre Statistiken betrifft und so weiter, gibt es leider keine Zahlen dazu, ob die Immunität sich da schon, ja, groß ausgebreitet hat. Aber es ist davon auszugehen. Nun sagen die Gegner des schwedischen Weges, die sagen, man darf Schweden nicht mit den
Mitteleuropäern vergleichen, sondern man muss es mit den Nachbarn vergleichen und da habe ich viel schlechtere Zahlen. Die Befürworter sagen, nein, man kann Schweden eben nicht mit den Nachbarländern vergleichen, weil dort die Menschen im Wesentlichen in Ballungsräumen leben, Malmö, Göteborg und Stockholm, und Schweden deswegen anders als die skandinavischen Nachbarn sehr wohl vergleichbar ist mit Mitteleuropa. Ich bin nun weit weg von Schweden, ich kenne mich dort nicht aus. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen, was da näher an der Wahrheit ist, Herr Rosenbusch? Also der ursprüngliche Wert, den man da genommen hat, um Länder zu vergleichen, ist der Urbanisierungsgrad. Den hat man jetzt bis 2019 da immer genommen, um epidemiologisch Länder zu vergleichen. Schweden hat einen Urbanisierungsgrad von 87%, Deutschland 77%. Also 77% der Deutschen leben in Städten und 87% der Schweden leben in Städten. Es gibt aber jetzt auch eine neue Studie, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden ist, und eine neue Zahl, die nennt sich Population Weighted Density, PWD. Und das heißt bevölkerungsgewichtete Dichte. Der Wert, in der der durchschnittliche Schwede wie nah der durchschnittliche Schwede neben anderen lebt. Und dieses Papier, das hat übrigens auch der Spectator mal bei einer Betrachtung hergenommen, Sweden and the Data, hat da auch eine Übersterblichkeitsstudie, ganz interessant, oder eine Gesamtsterblichkeitsstudie vom Center of Evidence-Based Medicine, University of Oxford, hergenommen, wo Schweden eine Übersterblichkeit von 1,5% hat 2020 und Deutschland 3,3% 2020. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Das war jetzt die für Schweden vorteilhafteste, aber die hat der Spectator eben auch hergenommen. Und er hat diese Population Weighted Density genommen. Und das sieht man eben, wenn man da dann vergleicht. Da fallen die skandinavischen Länder weit hinter Schweden zurück. Ja, weil die haben, wenn du jetzt Norwegen hernimmst, die haben Oslo und danach kommt eigentlich nichts mehr da im Hinterland. Oder Finnland, es ist das gleiche mit Helsinki. Und also was das betrifft, ist es auf jeden Fall so, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn man da jetzt mit Deutschland vergleicht, sind die Menschen auch besser verteilt aufs Land. In Schweden, die drei Metropolregionen, Göteborg, Malmö, Stockholm, da leben sehr viele Menschen. Und dann gibt es eben noch um die großen Seen und an der Küste große Gebiete, wo noch Städte sind. Aber ja, insgesamt leben wohl die Schweden enger beisammen jetzt und sind, was diese Zahlen, diese Population Weighted Density betrifft, wirklich besser mit Mitteleuropa vergleichbar. Und was man hier aber auch noch sagen muss, auch wenn es ein heißes Terrain ist am Ende, wo man auch noch vergleichen muss, sind die Einwanderungsquoten. Es gab ja in Deutschland auch die Schlagzeilen, dass viele Einwanderer auf den Intensivstationen gelandet sind, und die gab es eben in Schweden genauso. Und wenn man jetzt vergleicht, Einwanderungsquote Schweden 16, Deutschland 15%, da hat jetzt Norwegen zum Beispiel auch eine ähnliche Einwanderungsquote, aber deren größter Teil der Einwanderer sind Einwanderer aus Europa. Und problematisch hier sind wohl Einwanderer aus südlichen Ländern. Kann man sich vielleicht mit einem Vitamin-D-Spiegel erklären? Es gibt ja Studien, dass ein guter Vitamin-D-Spiegel oder ein schlechter Vitamin-D-Spiegel auch dazu führen kann, dass man eben schwerere Verläufe hat, Covid-19. Und es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass gerade diese südländischen Einwanderer ein Problem haben mit ihrem Vitamin-D-Spiegel in Europa. Und dann spielt natürlich hier auch noch rein Einwandererquote. Die leben oft in ärmeren Gebieten, auf engerem Raum zusammen, meistens mehrere Familien auch in kleineren Wohnungen, ja, vielleicht auch mehr Generationen. Und das hat man eben in Schweden festgestellt, dass sich dort in diesen Vororten der Städte dort das Virus sehr viel stärker ausgebreitet hat, und somit hat es auch dazu geführt, dass viele Einwanderer auf den Intensivstationen gelandet sind,
genau wie in Deutschland und auch ein heißes Thema. Also der Tegnell hat sich eigentlich dafür entschuldigt. Ja, er hatte das nicht so vorausgesehen, aber natürlich hat man ihm sofort in den Mund gelegt, als er das erwähnt hat, er würde die Einwanderer dafür verantwortlich machen, dass sich das Virus ausbreitet. Wie halten es denn die Schweden mit dem Impfen? Gibt es da auch so einen hohen Impfdruck wie in Deutschland? Es gibt einen Impfdruck, anders als in Deutschland. Hier kommt er eher von der Seite gesellschaftlicher Form. Ja, also hier wird innerhalb der Familien schon gefragt, außerhalb der Familien nicht unbedingt. Also hier ist es jetzt nicht so, dass man da unter Freunden sofort nach dem Impfstatus gefragt wird. Aber innerhalb der Familien stelle ich schon fest, wenn ich mir da Erzählungen anhöre, dass es da Druck gibt. Also so ein, ja, dieses, wir müssen zusammenhalten und alle geimpft sein, das gibt's. Von oben der Druck, es gibt hier eine große Kampagne, eben auch mit vielen schwedischen Prominenten, die sagen, lasst euch alle impfen, das gibt's hier auf jeden Fall. Auch die Behörden sagen unbedingt, lasst euch bitte alle impfen. Aber was es hier eben nicht gibt, und das betonen auch die Behörden, es gab in Schweden noch nie eine Impfpflicht und das soll auch keine geben. Impfen ist in Schweden freiwillig. Jetzt merken sie gerade, also es lief top. Die hatten auch so ein Stufenprogramm, haben bei den älteren Menschen, bei den Risikogruppen angefangen mit dem Impfen und das lief super bis runter zu bis zu 50 Jahren. Ich glaube, die 50 bis 59-Jährigen, die sind noch so bei über 80, 85% Impfquote, was noch älter wird, die sind teils über 90%. Also die 70 bis 80-Jährigen, die 80 bis älter als 80-Jährigen, alle über 90%. Aber es gibt Schwierigkeiten, wohl die jüngeren Schweden zum Impfen zu bewegen. Da sind die Zahlen so bei 70% bei den über 18-Jährigen. Und wenn man jetzt vergleicht aber die komplette Impfquote mit Deutschland, Erstgeimpfte, Zweitgeimpfte und auf die Gesamtbevölkerung berechnet, weil da gibt es auch wieder unterschiedliche Zahlen. Schweden gibt nämlich seine Zahlen raus auf die, die auch wirklich geimpft werden können. Ja, und das waren bisher nur alle über 16. Das ändert sich jetzt auch. In Schweden gibt es jetzt seit letzter Woche auch eine Impfempfehlung für die 12- bis 15-Jährigen. Das sind aber noch keine Zahlen jetzt angepasst, auf dass die jetzt auch geimpft werden dürfen. Unterm Strich ist Schweden, wenn man sich das anschaut, leicht besser in der Impfquote als Deutschland. Vielleicht 1-2% mehr Erstgeimpfte und Leicht höher, lassen Sie es uns neutral aus. leicht höher. Ja, okay, stimmt. Leicht höher als Deutschland. Und das hat sehr viel mit hiermit zu tun. Hier gibt es ein großes Vertrauen in die Behörden. Und hier muss man aber unterscheiden, Behörden und Politik. Das sind zwei unterschiedliche Dinge in Schweden. Die Behörden haben ja auch diesen Sonderweg sehr unabhängig von der Politik entschieden. Also Tegnell hatte 2019 einen Pandemieplan und der kam da frisch raus in Schweden. Der wurde 2019 vorgestellt und an den hält man sich zu großen Teilen. Und ja, das Vertrauen in die Behörden, das hat hier Tradition. Und diese Unabhängigkeit, die ist 400 Jahre alt. Das kommt aus dem 30-jährigen Krieg. Da war König Gustav Adolf, der auch in Deutschland für Furore gesorgt hat, der da halb Deutschland erobert, sozusagen. Ja, und den sein Statthalter in Schweden, der hat eben diese Unabhängigkeit, natürlich in Absprache mit seinem König, aber diese Unabhängigkeit der Behörden eingeführt und die gibt es seitdem. Und da herrscht ein großes Vertrauen und wenn sich da ein Anders Tegnell hinstellt und sagt, lasst euch bitte impfen, dann ist das für die Schweden so ein bisschen auch Gesetz. Also der hat eine höhere Glaubwürdigkeit für die Schweden als Jens Spahn für viele Deutsche. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man Oder muss da Lothar aber, wie Wieler wäre gesagt, dann der richtige Vergleich, weil das ist ja ein man muss da berühmter. halt unterscheiden, wie gesagt, das ist nicht so wie in Deutschland, dass die Politik auf Institutionen wie das RKI oder das PEI so großen Einfluss hätte, sondern die Personalpolitik wird hier von den Behörden selbst gemacht und die entscheiden, wer hier an der Spitze steht und da ist wenig Einflussmöglichkeiten von der Politik. Welche Nachteile hat ein Ungeimpfter im Alltagsleben in Schweden?
keinen. Also man wird hier nirgends irgendwo nach dem Impfstatus gefragt. Ich muss jetzt aber ein Aber sagen. Seitdem Sie jetzt merken, dass Sie mit den Jüngeren nicht so zurande kommen, stellt man hier Überlegungen an oder fragt sich zumindest, inwiefern man mit der Verfassung in Einklang bringen könnte, da jetzt Ungeimpfte zu benachteiligen. Die Gesundheitsminister Hallengren, einer der, also der Löffel tritt ja zurück im November, und eine der möglichen Nachfolgerinnen von ihm, die lässt es jetzt prüfen, verfassungsrechtlich, inwiefern man zum einen Ungeimpfte mehr einschränken könnte oder zum anderen eben auch so Verordnungen wie Masken tragen, was wohl wahrscheinlich auch, wenn sie das jetzt prüfen lässt, fraglich ist, ob man das überhaupt vorschreiben könnte in Schweden, ja. Und da finden gerade rechtliche Prüfungen statt. Inwiefern das dann eingeführt wird, es gab ja auch schon ein Pandemiegesetz, wo man hätte Lockdowns einsetzen können, ja, was dann groß angekündigt wurde, glaube ich, im Frühjahr in Deutschland, in Schweden wird es jetzt bald Lockdowns geben, jetzt haben sie das Gesetz dafür. Ob man das dann benutzt und einführt, steht wieder auf einem anderen Blatt. Es soll auch jetzt darum gehen, ob Ungeimpfte, und das wäre dann die einzige Beschränkung, also es geht nicht um Restaurants, es geht nicht um irgendwelchen Einzelhandel oder sonst was, es ging um Großveranstaltungen, ob da eben überprüft werden kann, ob jemand dann vielleicht die Ungeimpften einen Test brauchen. Und ja, das steht noch in den Sternen, ob da irgendwas kommt. Wie gesagt, sie sind mit ihrer Impfquote bis zu 49-Jährigen nicht ganz glücklich. In Deutschland ist die Gesellschaft massiv gespalten durch Corona. Künstler, Prominente, die sich kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen äußern, werden massiv ausgegrenzt. Es findet auch Diffamierung statt. Man hat den Eindruck, es herrscht ein gewisser Hass, durchaus auch von beiden Seiten. Wie ist das in Schweden? Haben Sie auch den Eindruck, dass die schwedische Gesellschaft hier tief gespalten ist? Oder gibt es diesen Riss, den man hier in Deutschland spürt, in Schweden nicht so stark, gar nicht weniger? Nicht so stark. Und zwar, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja hier auch eine Wissenschaftsgruppe, Vetens Kap Forum nennen die sich, die von Beginn an den schwedischen Sonderweg kritisiert hat. Es gibt Maskenbefürworter, die sagen, warum tragen wir nicht alle Masken? Und ja, also es gibt hier auf jeden Fall Kritik und unterschiedliche Meinungen, aber was es hier überhaupt nicht gibt, ist, dass es Freundschaften zerreißt, ist, dass es Familienbände zerreißt, Beziehungen zerreißt. Die Menschen hier waren nie so in dem, ja, wie soll man sagen, also es hat Angstmodus. ja durchaus gibt es ja jetzt Zahlen, Depressionen etc. pp. Ja, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Die Schulen wurden ja hier nie ganz geschlossen. Es wurden die gymnasiale Oberstufe jetzt im Vergleich, ja, ist was anderes in Schweden, aber so jetzt die gymnasiale Oberstufe wurde ins Homeschooling geschickt. Und da gibt es jetzt in Schweden Untersuchungen, dass das die durchaus mitgenommen hat. Ja, die waren zweimal für mehrere Wochen, einmal für 6 Wochen, einmal für 8 Wochen im Homeschooling, während der ersten und während der zweiten Welle. Und da gibt es Einschläge, Depressionen teilweise und so weiter. Aber es betrifft eben nur jetzt diese älteren Kinder in Schweden. Und es gibt da natürlich auch, weil ja, das hat ja für Verwerfungen gesorgt, ja, dass die Schulen geschlossen wurden, das hat ja wieder Auswirkungen auf die Eltern etc., Stress, das gab es alles in Schweden nicht. Und dadurch, dass die Kinder da wirklich zu fast 100% rausgehalten wurden aus Maßnahmen, sind die Leute hier sehr viel weniger gestresst, sehr viel weniger in Panik. Und dieses Corona-Thema spielt auch lange nicht die Rolle wie in Deutschland. Es natürlich ist auf jeder zweiten Titelseite Corona ein Thema, aber hier spielen auch andere Themen eine Rolle. Zum Beispiel der Rücktritt Löfvens, der hatte ja mit Corona überhaupt nichts zu tun, auch wenn das teilweise so ein bisschen in Deutschland so angeklungen ist.
Das hatte mit einer Mietpreisbremse eher zu tun, wo es da unterschiedliche Meinungen gab dazu in Schweden. Und ansonsten, ja, ich sag mal so, jetzt dem Sommer über haben viele Schweden geglaubt, es ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt unsere Impfung und jetzt ist alles, wird alles gut. Und jetzt wundern sich eben viele, wenn man dann eben mitkriegt, was in Israel passiert, dritte Impfung und was ist jetzt mit den Kindern, warum sollen jetzt die Kinder plötzlich geimpft werden? Da gibt es jetzt schon auch wiederum mehr Kritik und fragen sich viele, warum ist das jetzt nicht ganz zu Ende? Und es gibt ja auch natürlich sehr viel kleiner als in Deutschland eine sogenannte Freiheitsbewegung, Frihetsrojelsen, die sich da gerade organisiert und die in den letzten Wochen durchaus mehr Zulauf hat. Ich habe da kürzlich mit dem Kopf von denen gesprochen, Philipp Sjöström heißt der. Und ja, also so ein paar Leute stellen sich da jetzt mehr Fragen, aber insgesamt ist Corona lange nicht das große Thema wie in Deutschland, weil es eben viel weniger Einfluss auf die Menschen hatte in Schweden als in Deutschland. Herr Rosenbusch, ganz vielen Dank für diese überaus interessanten Einblicke. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Für mich klingt das wie eine etwas heilere Welt in Corona-Zeiten. Das mag subjektiv sein, andere mögen das anders sehen, aber ich bin fast ein bisschen neidisch geworden, dass Sie dort sind. Vielen herzlichen Dank. Ich erinnere nochmal daran, mit uns direkt aus Schweden hier online im Interview Henning Rosenbusch, Journalist, und er hat auch für meine Seite schon geschrieben. Ich hoffe, er schreibt bald wieder. Vielen Dank, alles Gute und Grüße nach Schweden. Dankeschön und ich würde mich freuen, ich bin auch auf Twitter sehr aktiv. Ich versuche ein bisschen die Nachrichten aus Europa zu sammeln und weil da wird auch viel nicht berichtet in Deutschland, vor allem was die Proteste angeht, die überall stattfinden, landet nichts mehr in der Tagesschau und ja, ich hoffe, ja, dass vielleicht ein paar mehr Follower reinkommen, würde mich. Genau, also Empfehlung nochmal, abonnieren Sie Henning Rosenbusch auch auf Twitter. Und Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren auf meiner Seite. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da, einen Kommentar für die bösen Facebook-Algorithmen, die alles ausbremsen, was nicht auf Linie ist oder vieles. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schu, hi, Schu.